Wir spielen weiterhin das neue Spellforce. Spellforce Conquest of EO, ein Voreck-Strategie- und Rundentaktik-Ableger der Spellforce-Reihe. Lieben Dank an die Twitch-Leute für die gute Stimmung und die vielen, vielen freundlichen Kommentare im Twitch-Chat. Grüße auch an die Leute auf YouTube. Für euch zeichnen wir auf. Playlist für YouTube dort oben in der Ecke. Und dort hinten in der Ecke, das ist der Jan. Hallo Jan nochmal. Genau, ich sitze in der Ecke. So, wir laufen mal rein mit unserer Armee hier vorne rein in das Goblin Camp. Aber bevor wir das machen, überlegen wir uns, ob unsere Einheiten heilen müssen. Müssen sie nicht. Das überlege ich mir deshalb, weil man auf bestimmten Plätzen in dem Turm oder auf anderen Städten einen, da heilt man halt sehr schnell aus. Normalerweise da, man heilt auch aus, wenn man über die Karte läuft, aber in viel längerem Tempo, in viel kürzerem Tempo. Für den Ausbau des Turmes müssen wir, glaube ich, nicht im Turm drin sein. Oben links ploppte der Turm auf. Darauf klicke ich mal. Und das wird euch alles auch durch das Tutorial erklärt, das ich deaktiviert habe. Jan ist der Tutorialist hier und gerade anwesend. Drei Dinge können wir machen. Wir können hier Räume bauen halt. Wir klicken hier mal drauf. Drei Sachen zur Auswahl. Zu Beginn nur eine Sache, weil wir für den Rest nicht genug Ressourcen haben. Die Krypta der Nekromanten. Die Krypta der Nekromanten. Später könnten wir noch ein Studierzimmer bauen. Das gibt uns extra Forschungspunkte jede Runde. Oder einen Workshop, mit dem wir bestimmt, der uns mehr Geld jede Runde gibt. Und das hier links wiederum bringt uns, Jan, die Möglichkeit, Einheiten zu rekrutieren, oder? Das Bastel, das ist dein Hobbykeller. Ja. Das wird dein Hobbykeller. Ja. Nennt mich gerne Writing Frankenstein Bull. Ich habe große Pläne mit euch. Bitte alle Freiwillige im Chat, die, ja, was weiß ich, die keine Lust darauf haben, gleich von mir in Einzelteile zerlegt, der Seelen beraubt und neu zusammengesetzt zu werden. Alle Leute, die das nicht haben wollen im Chat, jetzt bitte sich mal freiwillig melden bei den Chat-Moderatoren. Ja. Chat-Moderatoren, also einfach mal freiwillig melden, wenn ihr nicht. Das ist besser, das ist einfach effizienter als umgekehrt zu fragen, habe ich mir gedacht. Ist egal. Ja, ja, das ist wahr. Wir bauen das Teil hier einmal. Das bauen wir einmal, dauert eine Runde. Das habe ich gerade so wird gebaut. Wir könnten auch noch, wir haben noch weitere Bauten frei. Später wird der Turm noch in die Höhe weiter gebaut werden, dann gibt es weitere Stockwerke. Aber das hier können wir beides im Augenblick nicht machen. Uns fehlen noch die Ressourcen dafür. Wenn wir zusammensammeln oder müssen wir uns erjagen oder erbeuten müssen. Das ist unser Inventar, Jan. Da gibt es verschiedene Tabs oben, Reiter, Filter, wo man dann sortieren kann. Das ist einfach alles. Wir beginnen mit einer Seele, die wir bekommen haben und einem Satz von menschlichen Überresten, Knochen und anderen Leckereien. Die Sachen können wir übrigens auch verkaufen an einen Händler. Müssen wir einfach nur hier rüberziehen, dann ist das gute Zeug weg. Aber beides brauchen wir noch. Das wollen wir erstmal behalten. Das war's schon zum Start. So, jetzt könnten wir ins Goblin Camp rüberlaufen. Wie viele Bewegungspunkte hat der Trupp? 4. Das heißt, 5 hat diese Einheit, 4 die. Die Einheit, die am langsamsten ist, bestimmt das Tempo der gesamten Armee. Wir könnten die Einheit auch jederzeit jetzt schon aufsplitten in Teilarmeen, falls um uns herum so Kleinigkeiten verstreut sind. Und einmal sammeln gehen, hier für eine Straße lang. Das hier vorne ist ein bestimmtes Kraut. Das kann man ernten. Dafür brauchen wir allerdings eine Einheit, die das machen kann, die Fähigkeit hat, diese Kräuter zu ernten. Dann würde die ja draufziehen und würde eine Weile dort stehen und dann hier alles Mögliche einsammeln. Ne? Das hat allerdings auch noch einen zweiten Effekt, das zwergische Windwurzel. Wenn man drauf geht, werden ja Bewegungspunkte erneuert. Das ist also cool. Eine sehr praktische Möglichkeit, um schnell durch die Gegend zu reisen. Geht einmal pro Woche, falls ihr euch fragt, was bedeutet das, wenn er rechts unten, ach, das sieht er nicht, da sitzt Jan vor. Da sitze ich rechts unten. Also ich bin praktisch, stellt euch vor, hier ist so ein Wochending und da drauf steht Tag und Woche. Ja. Und das ist das, was sagt, also erstmal gibt es unterschiedliche Wochen, die unterschiedliche Eigenschaften haben, ja. Aber das zählt eben sozusagen die Runden, die werden in Tagen und Wochen gezählt. Glaubt ihr das oder glaubt ihr das nicht? Wenn ihr es nicht glaubt, zaubere ich mal. Ich habe ja auch magische Fähigkeiten. Du bist ja, wollte gerade sagen, du bist ja nicht nur Zauberlehrling, du bist ja schon Zaubermeister in manchen Sachen. Ich zaubere mal ganz kurz auf 3, auf 2, auf 1. Ja, ich habe gezaubert und unten in der Ecke seht ihr jetzt einen Kalender. Eine Woche und da sind wir am ersten Tag. Einmal pro Woche können wir Bewegungspunkte umlösen. Ich versuche mal, Jan wieder zurückzubekommen. Da ist Jan. Jan ist wieder da. Es hat funktioniert. Puh, ich dachte schon, ich müsste jetzt für immer in diesem Zylinder mit den Kaninchen bleiben. Nein,
Nennt mich gerne, wenn ihr möchtet, den großen Bulini. Und wir rennen jetzt doch mal rüber ins Goblin-Camp. Mehr können wir gerade nicht machen. Da geht's ja auch weiter mit der Geschichte. Oh, da will ich nicht hin. Da bin ich noch nicht stark genug für. Einmal hier reinrennen. Was ist das hier vorne? Das ist ein Wirtshaus. Genau, ist ein Wirtshaus, aber warum es leuchtet rot, liegt daran, dass da drin Gegner erschaffen werden können. Das heißt, die treffen sich immer in der Kneipe und dann gehen sie ein bisschen plündern und rauben, was man so macht nach Feierabend. Wir laufen hier einmal rein. Wir könnten auch ein bisschen noch weiter erkunden und dann reinlaufen, aber das ist ja, wir laufen einmal direkt rein und kommen an, Jan. Und? Genau, hier ist jetzt eine von den drei Ausgangssituationen. Das ist ein bisschen anders, als du es vielleicht kanntest, denn hier könnte es auch ganz anders aussehen, so wie es jetzt gerade aussieht, ist so, ihr trefft in das Camp ein und seht einige Goblins im Kampf mit einer Gruppe von Menschen. Und bis man da ist, haben die Menschen die Oberhand gewonnen und sind schon dabei, anzufangen, das Camp auszuplündern, in dem ja vermutlich die Sachen des Zauberers liegen. Und jetzt die Frage, was machen wir? Greifen wir die menschlichen Plünderer an oder rufen wir ihnen freudestrahlend zu, dass sie die Goblins schon mal für uns erledigt haben? Schwierige Entscheidung. Also entweder schmeißen wir uns den Goblins an den Hals und hoffen, dass diese kleinen Kreaturen bereit sind, für uns zu sterben. Oder wir lassen sie hier sterben, indem wir die Menschen unterstützen. Es könnte ja auch rein hypothetisch sein, dass es Menschen sind aus einer nahegelegenen Stadt, die wir dann mal wieder treffen, die uns dort helfen. Vielleicht eine Stadt freundlicher stimmen zu uns. Aber andererseits, wir können jeden, der sich uns anschließt, eigentlich gut gebrauchen. Vielleicht schließen sich die Goblins uns an. Die Räuber, ich weiß nicht, so ein Mann, Menschen an unserer Seite. Was meint ihr? Wollen wir lieber mit Goblins kämpfen oder mit Menschen? Ganz spontan. Feedback aus dem Chat. Was ist euch sympathischer? Wollen wir mit Goblins kämpfen oder Seite an Seite mit diesen Menschen stehen in der Schlacht? Das sind potenzielle Untertanen. Goblins, Goblins, Rufe im Chat. Alle platt machen, dann schließen sich alle dir an. Hier schon. Menschen sind hässlicher, Hälfte Goblins. Ja, eindeutig. Also deine Stimmungsmache gegen Goblins zu Beginn dieses traurigen Streams. Ich merke schon, ja, es hat sich hier gleich direkt ins Fettnäpfchen getreten, ins Goblin-Fettnäpfchen. Ja. Wir greifen die Plünderer an. Die haben 121 Kampfstärke über den Daumen, wir haben ein bisschen mehr. Da ich gerne Schwächere angreife, bin ich dazu bereit. Kampf entbrennt. Wir machen es nicht automatisch, wir machen es manuell. Die beiden, mit den beiden werden wir ja gleich kämpfen. Die gucken uns gleich richtig an, starten das Ganze hier. Genau, also hat man kurz gesehen, das war so eine Möglichkeit, den Kampf natürlich automatisch ablaufen zu lassen. Da gibt es immer eine Voraussage, wie der Kampf wohl sein wird. Und das hat allerlei Kriterien, die es mit einberechnet. Unter anderem auch zum Beispiel Verteilung von Nahkampf- und Fernkampfeinheiten ist, Immunitäten und so weiter. So. Im Regelfall ist man besser natürlich damit bedient, selber zu kämpfen, denn man ist immer besser als die KI. Das hier ist ein Halsabschneider vor dem Herrn. Ja. Er hat verfügt auch über, kann auch Messer werfen, allerdings nicht so unheimlich viel Schaden damit machen, aber immerhin ein bisschen. Hat eine Nahkampffähigkeit. First Strike, ist immer der als Erster angreift. Das heißt, wenn wir den nicht gerade flankieren und er mal als Erster zuschlagen, gut zu wissen. Dann, seine Klingen sind vergiftet. Zackte Klingen und damit kann er Blutungen hervorrufen und das ist eben Schaden, der dann über die Zeit läuft. Das ist ein bisschen doof und er hat Resistenz gegenüber weißer Magie. Und der andere Trupp, ja, das sind einfach nur ein paar Leute, die mit Fackeln da rumlaufen. Wobei der Schaden von der geworfenen Fackel ziemlich brutal ist mit 34, der macht eine Menge Schaden. Das war echt krass. Es sei denn, die können wir in einen Nahkampf verwickeln. Wenn das geht, wenn die im Nahkampf sind, können die das hier nicht benutzen. Das heißt, auch genau, hier geht es drauf. Genau, jetzt haben wir schon die erste sozusagen taktische Geschichte da, dass man versuchen muss, die daran zu hindern, ihre Fackeln zu werfen. Ja. Das ist sozusagen eine kleine Mini-Aufgabe innerhalb dieses Kampfes schon. Ja. Okay, also jetzt müssen wir uns mal anschauen, wie weit die laufen können. Was haben die für eine Reichweite, die Kollegen hier? Die haben eine Reichweite dafür von 5er Reichweite und es kostet einen Aktionspunkt, das heißt 2 Bewegungspunkte und dann 5er Reichweite. Das heißt, wenn die hier ziehen, ich habe die mal links geklickt bis hier vorne, da könnten die einmal die Fackel werfen und uns alle rösten. Schaffen wir es denn bis zu denen hin? Nein, leider nicht. Ja, da haben wir 2 Möglichkeiten. Nee, wir haben nur eine Möglichkeit. Wir verteilen uns ein bisschen, sodass, was haben die für eine Reichweite beim Wurf?
Also Reichweite haben wir gesehen, aber das ist nur Schaden gegen ein Feld, ne? Ein Feld wird nur getroffen, nicht mehrere Felder. Also ein Feld getroffen, aber die Reichweite, die er werfen kann, kann man, wenn man ihn anklickt, also wenn man nicht jetzt einfach den anklicken und ihm den Fackelskill auswählen, dann sieht man sozusagen, wie weit er werfen könnte. Cool. Also ja. So weit kann er im Augenblick werfen. Genau. Ja, ich komme nicht bis zu ihm hin, das ist das Problem. Und der hier, was hat der hier vorne für eine Reichweite? Beim Messerwurf, der hat eine Reichweite von 3. Der tut aber nicht so weit weh, der kann bis hier und die auch erwischen. Wir lassen die mal kommen. Und zwar ziehen wir hier. Der hat eine 3er Reichweite. Wir ziehen hier ein Feld zurück. Mit dem ziehen wir noch wieder ein Feld zurück. Wir lassen die mal kurz kommen. Und der hier. Ja, dann bekommt er 4er Schaden, hatten wir gesagt. Der kann bis hierhin ziehen, dann hat er eine 4er Reichweite. 1, 2, 3, 4. Dann ziehen wir noch einmal zurück. Wenn wir bis hierhin ziehen, dann wird er mit der 4er Reichweite nicht mehr weit kommen. 1, 2, 3, 4. Also einmal hier vorne hin. Kann er durch den Wald durchziehen, ja? 1, 2, 3, 4. Einmal hier vorne hin. Und den hier vorne. Der kann auch hier stehen bleiben. Der steht ja eigentlich okay. Die bleiben alle so stehen. Und wenn wir auf eine Runde weiterklicken, die haben alle noch Minimum einen Aktionspunkt, dann nutzen die alle automatisch diese Fähigkeit hier, Hab-8-Stellung, und haben eine minimale Reduktion, falls sie aus irgendeinem Grund, der mir unerklärlich ist, noch in der nächsten Runde angegriffen werden würden, obwohl wir eigentlich außerhalb ihrer Reichweite sind. Eine Runde weiter. Jetzt zieht der Feind auf uns zu. Oh, ich habe mich verzählt. Peinlich. Ein Wurf hat doch geklappt. 1, 2, 3, 4. Hat er denn eine 5er Reichweite hier? 4 plus R. Ein 5er Reichweite, stimmt doch. Er hat 5er Reichweite erzählt, ja. Tatsächlich. Da steht's auch. Unfassbar. Mini-Verluste auf unserer Seite. Bei ihm müssen wir auf jeden Fall direkt davor ziehen. Ziehen wir hier hin. Mit den Goblins. Haben einen Aktionspunkt übrig und dann könnten wir ihn schon mal zu uns rüber drehen, ihn in den Nahkampf zwingen. Er hat keine Aktionspunkte mehr, doch er hat 3. Dann verliert er einen, haut etwas zurück, wir dreschen auch. Wir ziehen erstmal mit den anderen, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Seine Fernkampffähigkeit, er hat diese Blutungsfähigkeit. Der sollte also, er kann aber immer nur einen angreifen. 2 von hier. Wir drehen den. Ja, wir drehen den. Einmal wir drehen ihn um, einmal nach links. Der hatte auch wenig Trefferpunkte. Weniger Trefferpunkte als der anderen. Jetzt dreht er sich nach links rüber. Und das heißt, auf den Feldern kann er zurückschlagen, wenn er von den Feldern aus angegriffen wird. Von dem Feld aus allerdings nicht. Jetzt schicke ich den Kollegen hier vorne. Hier rein. Hier rein, den hier rein. Jetzt dreschen wir einmal drauf, flankieren ihn. Das heißt, der erste Angriff von uns ist ein stärkerer. Er kann auch nicht zurückschlagen, weil er flankiert wird. Oder gilt auch hier dessen Spezialfähigkeit? Dass der immer den ersten Angriff hat, Jan, wenn man flankiert wird. Genau. Dann gilt das auch. Wenn er flankiert wird, nicht, weil dann kann er ja gar nicht zurückrollen. Also genau. Der First Strike würde nur Geld mehr zurückschlagen können, aber das ist sowieso der andere, der den First Strike hat. Insofern. Das heißt, der einmal. Kann gar nicht mehr wehren, den kannst du einfach. Einmal schlagen wir zu, er dreht sich um, zweites Mal schlagen wir nicht, weil wir nur einen Bewegungspunkt haben und wir haben Schaden ausgeteilt, er nicht auf uns. Ja, und jetzt haben wir noch den Kollegen hier hinten. Und der hat einen Fernkampf, den haben wir uns noch gar nicht angeschaut, den Nekromanten-Diener, den Minion. Und er hat die Fähigkeit, Todesbolzen zu werfen. Todesenergie in 5er Reichweite. Nahkampfangriff 24, das ist eigentlich effizienter, weil das kann er aus großer Entfernung machen 5-mal. Die haben gegen Tod auch keine bestimmte. Und alle Einheiten, die er angreift, bekommen Soul Cage. Das heißt, wenn die sterben, rücken die nach dem Tod eine Seele raus, ne?
Das ist die Möglichkeit. Also es gibt nicht automatisch, aber es gibt die Möglichkeit, Soul Cage zu haben. Es ist eine 100% erhöhte Chance und damit ja, ist sie ja relativ gut. Und dann kannst du daraus in Zukunft fleißig weiter Untote basteln. Ist es notwendig, dass er ihn danach auch tötet oder kann er ihn einfach nur damit infizieren? Nein, ist egal. Sobald er den Angriff gemacht hat und der Soul Cage Effekt auf ihm ist, kann jeder ihn töten. Jetzt stehen wir allerdings relativ weit von ihm entfernt. Deshalb haben wir einen 25% Abzug von dem Schaden, den wir sonst machen. Das ist High Ground, das gleicht das fast schon wieder aus. Wenn du näher rangehst, dann hast du nicht viel Vorteil davon. Aber der High Ground ist da auch, wenn ich ein Stück weiter nach vorziehe. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, wo der aufhört. Aber doch, du müsstest immer noch sein. Ja. Ja, wahrscheinlich schon. Dann ziehe ich mal hier vorne hin. Einmal jetzt den Angriff mit den Todesbolzen hier drauf. Zwei Angriff. High Ground ist da und der Malus ist weg durch die Entfernung. Die können sich auch nicht zur Wehr setzen. Die Seele ist gefangen genommen worden. Wenn er stirbt, gehört die Seele uns. Und eine Runde weiter. Im Chat wird gefragt, ob beschädigte Einheiten schwächer sind. Ja. Die Antwort ist nein, ne? Es sei denn, wir haben Moralschäden. Nein, das ging auch, man sieht es jetzt, weil wir haben nicht so viele Einheiten. Das ist natürlich jetzt sehr wenig hier, aber wir haben auch sonst maximal zwischen 9 Einheiten. Dann würde es tatsächlich zu schnell vorbeigehen, dann hätte man diesen Negativloop. So, jetzt hast du tatsächlich erlebt, wie zwei Einheiten auf eine Einheit einschlagen und dein Goblin leider davon zu Tode gekommen ist. Also ich persönlich würde das leider gerne streichen, würde sagen, er hat ein ästhetisches Upgrade bekommen von einer hässlichen... Genau, das ist einfach nur ein vorübergehender Zustand im Prinzip. Ja. Also von einer hässlichen, allerdings wenn auch lebenden Kreatur hin zu einem wunderschönen, schönen steinernen Grabstein. Also unter ästhetischen Gesichtspunkten ein eindeutiges Level-Up hier. Problem ist, er bekommt jetzt XP, aber wir können sie nicht mehr ausgeben für ihn, weil er ist ja futsch, das ist ein bisschen traurig. Aber ansonsten alles richtig gemacht. Die werden aufgeteilt unter den Überlebenden, das teilt man sich brüderlich. Der Tennis oder schwesterlich, okay. Je nachdem, wer da ist. Alles Bestes. Natürlich. So, dann können wir ihn hier hinten ausschalten durch ganz viele Angriffe. Wir bekommen ja Selbstvertrauen, ziehen hinter die Einheit noch. Schlagen einmal hier drauf. Ah, der erste Angriff kommt gar nicht mehr, ne? Oder? Nee. Nein, sofort weg, aus die Maus. Eine Einheit verloren, aber Leute, fühlt euch getröstet, es war nur ein Goblin. Wobei jetzt muss ich mal für die Goblins, ich bin empört, wie du über Goblins sprichst. Also. Echt? Im Chat beginnt der Hashtag ein Herz für Goblins zu trenden. Aber als echter Nekromant darf man sich von sowas wie Tod nur nicht aufhalten lassen in dem Sinne. Ja, also von denen ist einer gerade, eine Einheit haben wir verloren. Die habe ich quasi von, das ist wie über die Straße gehen, hat man so ein kleines Loch in der Hosentasche, schon rollt da ein Centstück raus. Etwa so. So schlimm ist das etwa, ja. Also wir haben gewonnen, eindeutig. An Erfahrung haben wir gewonnen, wir haben auch Beute gemacht, eine Seele haben wir gefangen und wir haben Bandagen bekommen. Gucken wir uns gleich an. Oder magst du jetzt erklären? Das ist ganz einfach. Wir haben ja eben schon gesehen, es gibt Einheiten, die Blutung machen können und eine Bandage kann man im Kampf anwenden, um die Blutung zu stoppen. Ein Gegenstand, mit dem wir unsere Einheiten ausstaffieren können und die sind ganz futsch hier. Das haben wir hier bekommen. Einen einfachen Glyphen haben wir erbeutet. Ach, wir haben das. Erzähl du mal, Jan. Du kennst die Geschichte. Genau, also, nachdem man die Menschen besiegt hat, merkt man, okay, überall liegen irgendwelche Goblin-Leichen rum, die Menschen vorher niedergestreckt haben. Und einige von diesen Goblins haben tatsächlich die Werkzeuge unseres Meisters mit sich geführt und ein paar Goldstücke. Das heißt, die Frage ist: Das ist aber noch nicht alles. Wo ist denn der Rest von dem Zeug, was entführt wurde aus dem Turm? Und während wir uns jetzt schon gerade umkehren, etwas enttäuscht von dem ausgeplünderten Camp, kommen ein paar Goblins aus dem Versteck heraus und sagen, hey, dich erkennen wir doch, du bist doch einer von den Schülern vom Meister, oder gewesen? Ja, wir dienen dem Meister auch und nicht wie diese Mistkerle hier und spucken dann auf die, mit einiger Emphase auf die toten Goblins und möchten sich dir anschließen, denn du bist ja derjenige, der ihnen hoffentlich ab jetzt Gold gibt und sie zu neuen Reichtümern führt, als jemand, der sagt, wo es lang geht. Ja, sehr gerne. Wir haben ja eine Einheit gerade verloren. Neues Verbrauchsmaterial nehme ich gerne entgegen. So, und Sie sagen, Sie wissen auch, wo die anderen Sachen vom Meister sind und Sie zeigen es dir jetzt. Und dann ist die Aufgabe nur noch, das einzusammeln. Wunderbar. Da vorne ist der Stapel. Können wir schon mal drauf. Noch ein Stapel. Haufenweise Stapel. Jetzt sind wir hier automatisch reingerannt. Das können wir einsammeln.
Hier haben wir, was denn das? Ein riesiger Kürbis? Ist Pumpkin Kürbis? Ja, das ist ein großer Kürbis. Ah, da können wir... Das ein riesiger Kürbis, den gibt es ja in allerlei Geschichten. Das ist auch, da könnten wir eine Mine hinbauen, vorausgesetzt innerhalb der Kulturkreise. Denk, die Kulturgrenzen können wir, glaube ich, auch vergrößern, ne? Die kann man vergrößern über die Zeit. Wenn der Turm größer wird, vergrößert sich auch die Reichweite des Turms. Wobei, das ist hier vielleicht ein bisschen anders. Wir sind kein klassisches Aufbauspiel. Das heißt, der Einflussbereich ist zwar, wie du sagst, eine Kulturgrenze, das ist eine magische Grenze, aber wir bauen nichts in der Grenze. Wir sind ein Zauberer. Wir fangen nicht an mit solchen langweiligen Kram wie Sachen bauen, sondern das geht einfach automatisch. Das heißt, sobald was in unserem Einflussbereich ist, was man ausnutzen kann, nutzen wir das aus. Nur Ressourcen wie zum Beispiel hier dieses Metall oder eben Pflanzen müssen abgebaut werden von den dafür entsprechend ausgebildeten Arbeitskräften. Ein Level-Up für eine unserer Einheiten, für die Goblins, die wir gerade bekommen haben. Einfache Stufe 1 Einheiten, aber können zuschlagen. Und sind vor allem expendable, das heißt mit anderen Worten... Ja, schon belegt, dass sich kein Mensch dafür interessiert, genau, ob die über den Jordan gehen oder nicht. Ja. Das heißt, wenn von denen einer im Kampf stirbt, nicht, dass ich das jetzt schon vorhabe, aber das werden wir erleben, dann werden die anderen, das wird den anderen am allerwertesten vorbeigehen. Keine Einbußen an Willenskraft. Es ist ja nur ein Goblin. Unser Bruder, der Goblin, starb, was soll's halt. Ne? So wird's dann hier sein. Ein Level Up, bitte. Wir haben die Auswahl zwischen zwei Beförderungen. Die sind weitestgehend zufällig, ne? Innerhalb bestimmter Parameter. Die kommen aus dem Pool. Also es gibt für jede Einheitentypen gibt es praktisch einen Topf und aus dem werden die rausgezogen. Das heißt zum Beispiel eine Zwergeneinheit hat andere Beförderungen als eine Goblin-Einheit. Und dann wird eben zufällig gezogen. Plus alle 5 Level gibt es eine besondere Beförderungsmöglichkeit. Das heißt, da passiert was, was nicht nur ein bisschen Stat besser macht, sondern im Regelfall eine neue Möglichkeit, einen neuen Angriffstypen oder sowas zu kriegen. Und obwohl ich gerade große Reden dafür gehalten habe, wie verzichtbar diese Einheiten sind, bin ich der Meinung, wir geben ihm mehr Gesundheitspunkte. Damit er nicht so schnell stirbt. Ich springe mal über meinen Schatten, weil der eine Kampfpunkt mehr, wenn man 22 Nahkampfangriff hat und einen drauf gibt, das ist halt sehr, sehr überschaubar. Das sind 5% mehr Schaden. Das hier sind dagegen 10% über den Daumen, 10% mehr Lebenspunkte und die nehme ich dann mit. Ich bin eigentlich jemand, der gerne offensiv denkt und offensiv skillt, also eher der Meinung ist, wir setzen unsere Einheiten wahrscheinlich klug ein. Deshalb bin ich eher ein Freund davon, Angriffsfähigkeiten zu stärken, als Defensivfähigkeiten zu stärken, aber in dem Fall ist das, ich finde das persönlich einfach besser hier. Ein Level Up hier erhalten. Der hat immer noch einen zweiten, weil er so viele Erfahrungspunkte kriegt, weil der andere nicht da ist, dass er alle Erfahrungen auf sich vereint. Sehr schön. 100% mehr tägliche Heilung. Das heißt, wenn man über die Karte läuft, heilt er doppelt so schnell. Wie viel heilt eine Einheit normalerweise pro Tag? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich will sagen 25%. Über den Daumen. Möchte nicht drauf festgenagelt werden. Vielleicht wissen Leute im Chat, es ist besser, aber es war mal auf 25% eingestellt. Du hoffst, dass Entwicklerkollegen im Chat sind, ne? Die jetzt helfen. Ich sehe einige von unseren Community-erfahrenen Recken und die sind zum Teil in der Beta drin gewesen und wüssten das im Zweifelsfall, wenn sie drauf aufgepasst hätten. Ein Rüstungspunkt würde bedeuten, Rüstung funktioniert so, das reduziert ganz simpel den physischen Schaden oder den Schaden durch Elementarmagie. Das heißt, wenn man sonst 10 Schaden hätte, hätte man dann 9 zum Beispiel. Genau. Und ich finde das hier eigentlich cooler, weil es gibt einem mehr taktische Möglichkeiten, halt Einheiten sehr schnell wieder einzusetzen auf der Strategiekarte. Man ist schneller unterwegs, kann mehr Beute einheimsen und so weiter. Deshalb nehme ich hier Heilung 1, bitte. Habe ich das gerade nicht gemacht? Hast du gemacht, doch, jetzt hast du es gemacht, hast Heilung. Genau. Aber der hat immer noch, das sind die, Anzeichen sozusagen dafür, der ist jetzt auf dem dritten Level. Die sind beschworene Einheiten, also das sind, oder Fantastic Units, die kriegen keine Erfahrungspunkte. Die sind von Anfang an stärker, aber sie steigen von alleine nicht auf. Das ist das Doofe an diesen, praktisch beschworenen Einheiten. So, das hier ist 2 Bewegungspunkte entfernt, 2 und 3 Bewegungspunkte. Ich teile die mal auf und schicke, so splittet man die genau, der Zweier kann dahin laufen. Der Dreier würde aber in dem Turm automatisch ausheilen. Ja, der kommt aber mit 2 Bewegungspunkten nicht. Also der würde hier innerhalb einer Runde, glaube ich, sogar ausheilen, ne? Mhm. Trotzdem, wir packen es nicht bis zum Turm. Dann nehme ich den. Ja, das ist ein Schaden. Du hast mir jetzt auch gerade 100% Heilung gegeben. Das heißt, er heilt sowieso ziemlich schnell da.
So habe ich ihn an. Ist er so jetzt markiert mit weißem Rahmen? Jetzt ist er markiert, ja, ne? Genau. Ja. Einmal hier rein, läuft die Solo rüber. Er sammelt 15 Goldstücke als Beute. Hat keine Bewegungspunkte mehr. Mit dem ziehe ich mal in die Richtung runter. Jetzt geh mal auf das Wind, auf das Windkraut. Denn dann kommst du noch in der gleichen Runde weiter. Super Idee. Aber einmal pro Runde ist das so viel. Ja, komm. Einmal pro Woche, aber du wirst es in den Rest der Woche nicht mehr so dringend brauchen. Einmal jetzt. 8 Bewegungspunkte. Wow. Jetzt einmal hier rein. Einmal das mitnehmen. 15 bekommen wir. Und jetzt könnten wir... Was ist das hier vorne? Das kann man auch nur über Zeit sich holen. Das also ist auch da links sind ja zwei... ist ja ein Zweier-Stack Monster. Vielleicht gehst du einfach wieder zu deinem Goblin zurück. Nur auf die Gefahr hin, dass die miteinander Ärger anfangen möchten. Meinst du? Das hältst du für möglich? Ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen. Echt? Woran erkennt man, ob das solche sind, die nur in der Gegend rumstehen oder ob sie sich auch bewegen? Das erkennt man, wenn sie sich anfangen zu bewegen. Wie bei jedem guten Monster merkst du, ob es ein Monster ist, wenn es anfängt, monströs zu werden. Dein Humor wird im Laufe der Jahre immer schwärzer. Nein, es ist tatsächlich so, die meisten Monster auf der Karte sind umherbewegende Monster. Das heißt, wenn die im Freien rumstehen, dann sind sie wahrscheinlich auf dem Weg wohin. Was man nicht unbedingt weiß, ist, was die gerne möchten. Also verschiedene Einheiten haben verschiedene Dinge, auf die sie abzielen. Dementsprechend ist nicht immer sicher, dass das Monster dich angreift. Manche verteidigen ihr Gebiet, manche wollen gerne Dinge besetzen. Das weiß man natürlich eben nicht, bevor sie sich bewegt haben. Wir haben gerade was fertig gebaut. Das ist die Season einer Runde. Ja, jetzt, aber du kannst parallel, genau, die kannst du jetzt, du hast jetzt das Goblin Camp, die Goblins haben sich dir angeschlossen, damit kannst du jetzt rekrutieren. Ah, wunderbar. Das heißt, im Turm würde ich Einheiten beschwören, aber weil ich die Goblins jetzt kennengelernt habe, kann ich jetzt auch Einheiten rekrutieren und die rekrutiert man entweder aus einer nahen Stadt, beispielsweise die Menschen, oder aus so einem Camp dann die Rasse, die Fantasy-Rasse, das Fantasy-Volk, das damit verknüpft ist. Wir könnten einen Goblin-Schamanen rekrutieren. Er braucht stolze 5 Runden, bis er fertig ist. Ist eine Stufe 2 Einheit. Das ist ein Bogenschütze, das ist ein Nahkämpfer. Was haben wir im Augenblick nochmal? Im Augenblick haben wir einen Nahkämpfer. Und eine magische Fernkampf- und Nahkampf-Sammeleinheit. Der Goblin-Schamane kann heilen, das ist vielleicht von Vorteil. Mhm. Ja, wir wollen uns mal anschauen. Hier steht's. Ich muss mal ganz kurz etwas benessen, aber ich glaube, du hast das hier im Griff. Naja, also mit diesen heilenden Sporen kann er im Kampf, auf der Strategiekarte, kann er Einheiten heilen, 15 Trefferpunkten. Für den Alliierten in einer Reichweite rund um 4 Geländefelder, in einem einer Radius, das heißt, er zielt auf ein Feld bis zu 4 Felder entfernt. Und alle Einheiten um ihn herum, Alliierte, in einem Einfeldradius rund um diesen Spot, auf den er die Sporen draufschmeißt, werden um 15 Lebenspunkte geheilt. Das ist nicht viel, aber es könnte kampfentscheidend sein. Und vor allem, das kann man auch am Ende von Kämpfen einsetzen. Eigentlich in dem Augenblick, wo man den Kampf so gut schon wie gewonnen hat, dann lässt man einen Aktionspunkt von ihm übrig und dann heilen die während des taktischen Kampfes schon aus und dann kann man die auf der strategischen Karte auch schneller weiterziehen und den nächsten Kampf reinschicken. Finde ich eigentlich cool, würde ich gerne machen. Lass uns den mal erneuern hier. Ja, das heißt, wir gehen hier drauf und einmal hier hin. Alle Slots belegt. Er wird jetzt hier über Zeit hier geholt jetzt. Da vorne steht es auch. Wir gehen wieder zurück. Eine Runde weiter, mehr können wir gerade nicht machen. Ob verschiedene Rassen, Grüße und Oliver, in einem Stack miteinander klarkommen oder ob die Geschlechter kämpfen, müssen wir gleich Jan fragen. So wie ich es mitbekommen habe, gibt es keine Nachteile. Jetzt haben wir die Krypta fertig. Hier vorne spawnen sie auf. Und es geht in der Geschichte weiter. Hätte ich hier gerne Jan mit dabei. Also wir laufen durch die Räume unseres Turmes, kennen wir. Da ist unser Zauberlehrling unterwegs gewesen. Unser Meister ist nicht da. Und wir finden die Räume vor, die Goblins geplündert haben. Wir finden den Crafty Room, die Werkstatt unseres Meisters, geplündert von den Goblins. Viele der anderen Zimmer im Turm sind in einem furchtbaren Zustand. Kein Stein ist auf dem anderen stehen geblieben. Wir gehen weiter in die Bücherei und treffen dort einen guten alten Bekannten, nämlich auf Jan. Genau. Wir lesen uns natürlich... da sehe ich zum Beispiel schon den ersten Schreibfehler. Vielen Dank, Writing Bull. Wir haben mal wieder einen Bug in der Live-Version gefunden. Wir werden nämlich keine Heavy Tomb eröffnen, also keinen großen Grabstein, sondern ein Heavy Tome, also ein großes Buch. Und dort sind viele, viele schöne illustrierte Seiten drin. Aber
Es ist komplett unleserlich in der Handschrift unseres Meisters geschrieben, der nicht nur eine Sauklaue hat, sondern vor allen Dingen das in einem magischen Skript versteckt hat. Und das müssen wir jetzt versuchen zu entziffern, um seinem Zauberbuch auf die Schliche zu kommen. Das heißt, wir entziffern den Grimoire. Also geschriebene Sachen zu entziffern ist für einen Writing Bull, Achtung, Wortspiel, doch eigentlich keine große Kunst. Wir versuchen es zu dechiffrieren und entdecken da jede Menge Zauberer, gucken uns die alle dergleichen alle Ruhe an und schauen uns vor allem jetzt das ploppt gleich auf, dieses Grimoire mal an. Bekommen wir schon eine Belohnung, Jan? Genau, es gibt schon einiges an Forschung, denn als guter Zauberer müssen wir natürlich jetzt immer forschen, was das mit diesen ganzen Sachen auf sich hat. Und du hast jetzt eine Lebenszeit des Meisters, sozusagen magische Studien vor dir und die gilt es weiter zu erforschen. Ja, schön. Das ist natürlich nicht eher gehen, als bis du das Wissen deines Meisters gemeistert hast. Hier vorne ploppte das Grimoire jetzt auf und wir sehen, unten gibt es verschiedene Lesezeichen. Können wir springen von einer Kategorie zur anderen. Das meiste, was hier drin steht, ist für uns noch völlig unleserlich. Wir kommen Schrittchen für Schrittchen, Quest für Quest, Spielfortschritte nach dem nächsten hier allmählich durch. Wir sind im Augenblick hier gelandet, hier unten. Die kann man von links nach rechts können wir uns hier durchblättern oder einfach über die Pfeile hier gehen und hier kann man dann verschiedene Sachen entdecken. Man kann also hier die Forschungspunkte investieren in Zeit. Man kann hier zum Beispiel sagen, dass wir 4 Untote erzeugen wollen und das ist, glaube ich, auf der Strategiekarte dann etwas, was man machen kann, ne? Oder ist das eine einmalige Geschichte? Ja, das ist was du in deinem Turm machst. Du kannst Untote gleich, wir haben den Raum ja auch schon unlocked, den können wir uns dann gleich angucken mit der Krypt. Das ist praktisch eine Aufgabe. Also normalen Sprüche erforscht man durch Forschung, durch Ausgeben von Forschung. Da sucht man sich einen aus, wie im Technologiebaum oder sowas. Aber das hier ist tatsächlich schon eine Aufgabe, das gibt es auch öfter im Zauberbuch, dass man bestimmte Dinge tun muss. Das kann auch sein, finde etwas auf der Karte oder setze bestimmte Sachen ein. Und in diesem Fall ist die Aufgabe einfach, erzeuge 4 Untote. Und das müssen wir erst gar nicht angucken. Grundlagen deiner, das ist sozusagen Grundlagenstudium Teil 1 Nekromantenschule. Ja. Und das müssen wir auch gar nicht anklicken, das ist automatisch im Hintergrund eine Aufgabe, die durchläuft. Dann gibt es ja noch viele, das würde ich gerne. Ich würde gerne eine kleine magische fliegende Einheit erzeugen, weil man die auch braucht für den weiteren Fortschritt. Ich habe den Begriff Allfeuer eben schon erwähnt. Es gibt Allfeuerknoten auf der Karte. Mit denen können solche Einheiten verschmelzen und dadurch kommen wir im Spielfortschritt auch entscheidend voran. Dafür brauchen wir dann schon Forschungspunkte. Ich würde sogar das gerne als erstes machen, Jan. Das macht auf jeden Fall Sinn, denn den wirst du auch bald gut gebrauchen können. Den Rest gucken wir uns später an, gehen einmal raus. Hier vorne, wir können noch einen einzelnen Zauber anklicken. Ja, wenn uns einer zur Verfügung steht, das wäre quasi einer, den wir die ganze Zeit, der dann durchläuft für ein paar Runden und der Einheiten erzeugt oder irgendwelche Bonusse erzeugt oder den Turm wegbewegt. Ja, oder also grundsätzlich alle Sprüche, die da ausgesucht werden, werden gesprochen. Das ist sozusagen das, was du machst. Und in dem Moment, wo er fertig gesprochen ist, oder du hast genügend Energie gesammelt, genügend Mana reingesteckt, das kann, je nachdem, wie viel Mana man braucht, unterschiedlich lange dauern. Und wie viel man pro Runde hat, also wie viel man tatsächlich ausgeben kann, das hängt wieder mit der Mastery zusammen. Also aktuell kannst du, was Mastery 8, kannst du nur 8 Mana auf einmal in etwas reinstecken. Selbst wenn du mehr Mana-Vorrat hast, kannst du nicht mehr als das Runde investieren. Also der Mastery-Wert ist das Limit dafür, wie viel man von einem Mana-Wert Runde für Runde investiert. Interessant. Genau. Und das bedeutet eben, die Sprüche werden gesprochen und sobald sie bereit sind, das können entweder in dem Fall zum Beispiel Corrode, also das ist Verrosten lassen von Rüstung, das kannst du, sobald er bereit ist, auf irgendeinen Gegner in deiner Umgebung sprechen und dann reduziert sich deine Rüstung um 1, bis sie entweder weg sind oder das Spiel zu Ende ist. Möchte ich aber nicht machen, weil ich die minus 1 Rüstung finde ich persönlich jetzt nicht so cool, dass ich dafür frühzeitig Mana ausgeben würde. Aber ich würde es hier anklicken und dann könnte ich das ich es auch wieder abwählen, wenn ich es einmal anklicke. Kannst du wieder abwählen gleich, wenn du es, also klickst es an, dann siehst man so und jetzt kannst du links, rechts auf das Ding klicken. Jetzt würdest du Mana ausgeben, wenn du jetzt rechts klickst drauf, dann. Also wenn es fertig wäre, dann könnte ich es dann einsetzen gegen einen Stack, den ich sehe. Bei Rechtsklick breche ich es wieder ab. Die Forschung an einmal angeforschte Sachen, da verliert man sämtliche Forschung, die drin ist. Also Forschungspunkte werden nicht gespeichert, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Fortschritt wird gespeichert, doch. Das ist schon, wenn du forschst und das unterbrichst und für was anderes machst, dann wird der Fortschritt gespeichert. Nur am Ende der Runde werden die Punkte erst ausgegeben. Das heißt, wenn du jetzt sofort abbrichst, passiert gar nichts, aber eine angefangene Forschung bleibt dir im Gedächtnis. Gott, dann verwechsel ich das mit irgendeinem anderen Preview-Spiel, das ich gerade auch schon parallel
gezockt habe, aber ich weiß gerade nicht, mit welchem das war. Kann man unterschiedliche Handhaben. Wir haben uns dagegen entschieden, Leute zu bestrafen, wenn sie sich was anderes überlegen wollen, weil tatsächlich auch bei uns zwischendurch ein paar Überraschungen passieren und wir wollten das nicht auf dem Rücken der Spieler austragen. Die Forschung machen wir. Mal schauen, was es sonst noch hier alles gibt. Das sind Forschungen über Zeit. Das ist alles noch nicht gemacht. Hier schaltet man Blueprints frei. Also Gebäude, die man bauen kann. Da sind wir aber nicht weit genug. Da stehen die Voraussetzungen, die man erfüllen muss, damit man dann hier eine Gebäudeblaupause erforscht hat, aus der man dann ein entsprechendes Gebäude im Turm machen kann. Könnte also sagen, hier, ich gehe in Richtung Westen, da werde ich etwas treffen, da schaltet mir irgendwas frei und so weiter. Dann hier geht es um Nekromantie, da sind wir immer im Eingang. Ich würde hier gar keine Forschung. Ich sammle noch ein bisschen Mana, weil ich finde diesen einen Forscher nicht, Forschung, diesen einen Zauber nicht so wichtig. Genau, du könntest noch einen Untoten bauen, wenn dir danach wäre. Oh, sehr gerne. Untote finde ich immer cool. Genau. Also ich gehe hier vorne rein. Leiste. Ganz rechts von der Leiste ist diese Hand, genau. Das ist die Nekromantie. Und jetzt basteln wir. Wir brauchen für das Herstellen, das ist deshalb freigeschaltet worden, weil das Gebäude oder das Zimmer, die Krypta gemacht haben. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall eine Seele. Eine Seele, ohne eine Seele können wir keinen Untoten erschaffen. Und wir müssen es hinbekommen, dass in der Kreatur, die wir versuchen dann zu erschaffen, kein Leben mehr ist. Seele darf und muss drin sein, aber es darf kein Leben drin sein. Dafür haben wir jetzt verschiedene Inkredenzien, die wir benutzen können. Wir müssen erstmal eine Seele rüberpacken. Wir haben zwei gleich. Eine packen wir hier rein. Sehr schön. Und dann basteln wir mal ein bisschen und schauen, was passiert. Wir könnten zum Beispiel hier vorne ein Bier reinpacken. Nee. Das sind die Inkredenzien. Das gibt schon. Also erstmal muss man irgendwas machen, was die Seele countert, genau. Also der grüne Pöppel ist ein Lebenspöppel und der lilane Pöppel, den man da so diesen kleinen Punkt, den man sieht, das ist ein Todespöppel und die gleichen sich gegenseitig aus. Das heißt, wenn ich einen grünen und einen lilanen reinmache, dann kommt 0 raus, bei plus 1 und minus 1 sozusagen. Packen wir einmal die Überreste, die Skelette hier oben rein. Ja, jetzt könntest du theoretisch einen Ghoul bauen. Genau. Und jetzt nur mal aus Spaß, zieh mal eine von den beiden Runen da rein, von den Glyphen da rein. Weil das sind drei blaue und dann sieht man nämlich... Wow. Kannst du das bauen? Einen untoten Magier könnten wir rekrutieren. Können wir A2 machen? Was passiert dann? Nein, das geht jetzt nicht. Jetzt ist eine stärkere Seele. Die Seelen haben verschiedene, dieses sieht man in der römischen 1, haben verschiedene Grade. Und diese Seele ist zu schwach, um einen so mächtigen Zauber oder Verzauberung zu enthalten. Wenn wir ein Bier reinziehen würden, was wird dann passieren? Nix. Dann würde mehr als das, denn man sieht jetzt, wenn du rechts auf, wie machst du mit dem Bier weg, genau, dass, wenn du auf Arcane schaust, da sind diese drei blauen Punkte mit einem weißen Kreis umgeben. Das bedeutet, du hast eine sogenannte, ein Threshold, der besteht nur aus drei Punkten. Das heißt, ich muss mindestens drei von einer Farbe reinkriegen, um eine nächste Stufe zu erreichen, auf der da was Neues passiert. Und so haben wir einen vierten Punkt bekommen, aber es fehlen uns noch zwei weitere. Ganz genau. Das können wir, würden wir das voll machen, ging es aber nicht weiter, weil die Seele hier zu schwach ist. Spannend, alles klar. Und das sind alles die Inkredenzien. Ich muss immer auf den Reiter draufgehen, ne? Genau, das sind alles Inkredenzien. Du kannst auch auf den allgemeinen Reiter draufgehen. Du kannst eigentlich als untoten Mensch, also untoten Hersteller, kannst du eigentlich alles in Untot reinstecken. Die sind da sehr dankbar für jedes Experiment, das du mit ihnen wagst. Ja. Das ist die eine, die wir jetzt erzeugen werden. Ein untoter Magier, so sieht er aus. Todesbolzen, 42er Kampfwert, so kann man die miteinander vergleichen. Fernkampfeinheit, Nahkampfeinheit, Todesbolzen, lange Reichweite, immun gegenüber Mind-Control, gegenüber Willenskontrolle. Kann auch schwimmen, damit kann man bestimmte Gelände, Sachen, die im Wasser sind, zum Beispiel erreichen. Sollte allerdings auch unsere fliegende Einheit machen und startet mit Fokuspunkten. Kann also selber mächtige Sachen noch machen. Wofür braucht er selber seine Fokuspunkte? Genau, entweder für North Curse oder North Boon. Also das sind zwei, entweder der Fluch von Noah oder der Segen von Noah. Noah ist übrigens der Gott des Todes und der Verderber. Und das ist entweder die Möglichkeit, jemanden zu verfluchen und ihn zu schwächen. Dann ist er langsamer und weniger resistent gegen Todesschaden. Cool. Oder man kann das Gegenteil tun mit Norse Segen und kann dann versuchen,
jemanden gegen weiße Magie widerständiger zu machen, denn wir haben ja schon gesehen, Untote und weiße Magie, das geht nicht gut. Dann holen wir uns mal ein. Erzeugen den. Hier links wird nur erklärt, wie das funktioniert. Einen können wir im Augenblick nur machen, weil wir haben nur einen Slot dafür. Oben wird gezeigt, wie viele Runden das läuft hier beim Herstellen einer untoten Einheit und beim Rekrutieren eines Goblin-Schamanen. Okay, was müssen wir noch machen? Hier vorne noch weiter irgendwo hinrennen. Haben 7 Bewegungspunkte in Summe. Ein Story-Ziel haben wir im Augenblick nicht. Wir können ja relativ frei hier auftreten und machen, könnten irgendwas angreifen oder sind wir, finde ich, uns im Augenblick zu schwach für. Ich würde gerne einfach rumlaufen und Gegend erkunden, Jan. Was hältst du davon? Eine weise Entscheidung, möchte ich sagen. Weil wir doch ein bisschen schwächlich noch auf den Beinen sind. Denn wir haben auch, für die Leute, die noch nicht von Anfang dabei waren, wir haben uns gleich mutig in eine schwierigere Gegend gewagt. Das heißt, hier ist gleich alles mal ein Ticken härter, als für den Anfänger sein müsste, weil natürlich Writing Bull mutig genug ist, sich dem zu stellen, aber weise genug, nicht sofort in die Gegner reinzurennen.